Film Les Éblouis von Sarah Suco nach einer wahren Begebenheit erzählt das Erwachsenwerden von Camille, die mit ihrer Familie in eine Religionsgemeinschaft zieht. Dies führt zu einer radikalen Einschränkung ihrer Freiheiten. Als sie bemerkt, dass die Gemeinschaft immer mehr einer Sekte ähnelt, in der Exorzismus und sexuelle Übergriffe an der Tagesordnung sind, gerät Camille in einen tiefen Konflikt. Sie steht vor der Entscheidung. Entweder sie verrät ihre Familie und die Gemeinschaft oder sie verrät sich selbst. Dieser Spielfilm zeichnet sich durch ein aufrichtiges, intimes Drehbuch und verborgene Gewalt aus. Was in dieser Gemeinschaft geschieht, mag zunächst brüderlich und sanft erscheinen. Nach und nach erkennt aber der Zuschauer, dass diese wohlwollende Gemeinschaft nur eine Illusion ist. Durch Camilles Vision wird das unerträgliche Klima dieser Gemeinschaft mit voller Wucht gefühlt. Die Art und Weise, wie die Teenagerin diese Unterdrückung zusammen mit ihren Geschwistern erlebt, macht diese Geschichte umso ergreifender und berührender. Dieses Drama wird durch die feine Interpretation der Schauspieler, insbesondere der jungen Akteurin Celeste Brunkel, getragen. Die Schauspielze und Kostüme verstärken diese intensive Wirkung. Die Regisseurin beweist großen Mut, indem sie aus autobiografischer Sicht und mit beklemmendem Realismus einen kraftvollen, bewegenden, einfach authentischer ersten Film vorlegt. Ein weiterer Film, der uns angesprochen hat und stark diskutiert wurde, ist Kids Run, weshalb wir ihm eine lobende Erwähnung aussprechen. Diesen Debütfilm von Barbara Ott gelingt es ausdrucksstark zu zeigen, wie ein liebevoller, teils aggressiver Vater vor nichts zurückschreckt, um das Leben seiner Kinder zu verbessern und aus ausweglosen Situationen zu entkommen.